Der Schauspieler Klaus Löwitsch ist tot. Er starb im Alter von 66 Jahren in München. Populär wurde er unter anderem durch seine Fernsehrolle als Privatdetektiv Peter Strom. Einen Namen machte er sich auch auf der Bühne sowie in Kinofilmen, vor allem mit dem Regisseur Fassbinder. Als Peter Strom wurde Klaus Löwitsch berühmt. Doch nach 7 Jahren stieg er aus der Serie aus. Die Rolle, die er selbst mitentworfen hatte, war zum Fluch geworden. Löwitsch wollte nicht länger auf seine Rolle als Raubein und Macho reduziert werden. Die Tatsache, dass man ganz einfach eine komplizierte Sache auf so einen einfachen Nenner bringt, das finde ich so armselig. Und in der nächsten Konsequenz sage ich dann halt, eigentlich habe ich gar keine Lust, Leuten, die dich so sehen, die dich so einschränken, denen was vorzumachen. Klaus Löwitsch wurde 1936 als Sohn eines Architekten in Berlin geboren. In Wien ging er zur Schule, nahm Tanzunterricht und wurde Schauspielschüler am Max-Reinhardt-Seminar. Die erste große Rolle im Musical Kiss Me Kate in der Wiener Volksoper. In einer schweren Krise lernt er Anfang der 70er Jahre Rainer Werner Fassbinder kennen und erspielt sich einen Ruf als Charakterdarsteller. Ich bin offensichtlich zu klein. Schade. Vielleicht wachsen Sie ja noch. Später bedankt er sich auf seine ganz eigene Weise. Also die Erfahrung, dass mit dem Profi-Arbeiten eigentlich einfach unheimlich klasse ist, ja, die hat er durch mich gekriegt. Für seine Rolle im Gerichtsdrama Das Urteil erhielt Löwitsch 1998 den Bayerischen Fernsehpreis und den Adolf-Grimme-Preis. 2001 wird er seinem Image als Bösewicht gerecht, diesmal im wahren Leben. Er wird wegen sexueller Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Seine Ehefrau hielt bis zuletzt zu